Ja, diese permanente Bewegung ist dann doch für den offensichtlich älteren Judokader ein Problem. Aber in der Statik, da denke ich, wird der Niklas seine Schwierigkeiten haben. Komm, mach weiter. Oben schön mitmachen. Oh, wir haben den zweiten Shido. Ja, damit gibt es dann noch einen Yuko zusätzlich für den Niklas Nietz. Aber das ist jetzt hier gegen so einen Routinier noch nicht die Entscheidung. Er wartet auf seine eine Chance. Aber offensichtlich wird auch das von dem Kampfrichter erkannt. Ja, wichtig jetzt nur, dass er dann auch den Rest der Kampfzeit noch in der Lage ist, das Tempo zu gehen. Motiviert ist er. Ja, Judo ist eine olympische Sportart seit 1964. Wir haben in Schwerin auch unsere erfolgreichste Judoka bei den Blinden und Sehgeschädigten, die Ramona Brussig, als Paralympicsiegerin 2004 und zweite der Paralympics 2008 in Peking. Im März wurde sie gerade Weltmeisterin bei den Blinden und Sehgeschädigten. Aber gut macht der Niklas das hier. Offensichtlich sieht es so aus, dass er das Tempo gehen kann und der Gegner zeigt hier wirklich konditionelle Schwächen. Na, schauen wir mal, ob das jetzt wirklich einen dritten Shido gibt und damit dann wird der Yuko zum Watsari gewandelt. Ja, und das ist der Fall. So, dann ist es wieder auf der Gewinnerseite ein Yuko weniger und dafür ein Watsari. Sollte das jetzt nochmal passieren, dass der Kämpfer im weißen Judo bestraft werden muss, dann würde der Kampf vorzeitig mit Ippong beendet sein. Oder Honzo Komake ist die Bestrafung. Oh, jetzt kam es doch noch zu einer gefährlichen Situation hier. Aber der Kampf ist erstmal wieder unterbrochen. Durch den Sportsfreund Nietz. Vom PSV Schwerin. Nee. Jawohl. Schweinearbeit, oder? Thank you.
Jetzt kämpft der jüngste Sportler des PSV Schwerins aus der Regionalmannschaft, Kramer. Ja, jetzt sind wir hier beim Kampf bis 60 Kilogramm. Auch hier ist es so, ich denke, dass wir wieder einen Altersunterschied haben, dass der Schweriner Judoka wesentlich jünger ist. Und wunderschön, Ushimata Ippon. Ja, hier hat er sich auf seine Stärken verlassen und hat da doch den Ushimata, den er eigentlich als erste Technik hat, auch angesetzt und ihn konsequent durchgezogen. Ein ganz wichtiger Sieg heute. So, Gewichtsklasse plus 100. Tim Eckert gegen Fred Köppen. Fred Köppen auch kein Unbekannter, auch international. Seine bekannte Schwester Sandra Köppen, mehrfacher Olympiamedaillengewinner im Judo, Sumo-Weltmeisterin. Ja, hier kam einmal der Gewichtsunterschied auch zum Tragen und er hat versucht, hier eine Technik anzusetzen, aber durch die Kraft und das Gewicht wurde er eben da ausgekontert. So, Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm, Ben Malwig am Start für die Schweriner. Oh, der Shibarei von dem